Am Wurf. Versuch behindert, Wendy Künzel. Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Jordan Benk mit dem Sprungwurf an den Pfosten. Es bleibt beim 3:1. Es gibt Abwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Spielerin war wohl in den Kreis getreten. Man gibt nun die gelbe Karte gegen die Nummer 4 des Berliner TSC. Fatih Lohm und Wendy Künzel nun an den 7-Meter-Punkt für Grün-Weiß-Schwerin. Und die Bett senkt sicher zum 2:3. Und es gibt erneut 7 Meter für die Gäste und die gelbe Karte gegen die Nummer 33 von Grün-Weiß-Schwerin, Bibi Badlau. Isabel Duwe tritt nun wieder an den 7 Meter Punkt gegen Manja Wolf. Zum 4:2 für den Berliner TSC. Wendy Künzel setzt sich da klasse durch und erzielt das Tor zum 3:4. Schneller Angriff von der Mitte und der Bunde da von Grün-Weiß-Schwerin. Außen freigespielt, Tavani Rochlitz zum 5:3 für die Gäste. Und wieder ist es Wendy Künzel, die sich da durchsetzt. Diesmal klasse auf der anderen Seite, 4:5. Und mit einem Sprungwurf Fatih Lohm zum 6:4 für die Gäste. Klasse Kreisanspiel von Wendy Künzel auf Anne Wahl und die erzielt den Anschlusstreffer 5:6. Balleroberung von Grün-Weiß-Schwerin und der Versuch des Tempo-Gegenstoßes. Ja, Angriff von der Bunten von Fatih Lohm. Und es gibt das Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin.
wieder klasse eingeleitet von Wendy Künzel, diesmal auf Jona Wenk. Von der Halbposition zum Ausgleich 6:6. Andere Seite ebenso klasse. Blum spielt den Ball auf Katrin Fischer durch zur 6:7 Führung für den Berliner TSC. Sprungwurf gescheitert da, Antje Thormann. Das Tor für die Berliner zählt nicht, abgepfiffen, aber Freiwurf geht für die Berlinerin. Und da ein technischer Fehler der Berlinerin und der Tempo-Gegenstoß. Schweriner, Vivi Badlau und trifft. 7:7. Und fast erneut der Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. War schön aus und frei gespielt. Katrin Fischer mit dem 8:7 für die Gäste. Und das war klasse gespielt von Schmerin und vor allem klasse nachgesetzt von Annewahl. 8:8. Und wieder der Ballbesitz für Grün-Weiß-Schmerin. Die Abbearbeitung nun klasse bei den Schmerinerinnen. Na, der schnelle Pass unterbunden von den Schiedsrichtern. Vivi Badler auch noch im Kreis. Freiwurf muss neu ausgeführt werden. Nun neuer Aufbau bei Grün-Weiß-Schwerin. Jona Wenk mit dem Versuch eines Hüftwurfs. Abgewehrt von Anne Lutkus im Tor von Berlin. Im Nachwurf ist der Ball dann drin. Zuerst Vivian Schwarz mit dem Pfostentreffer und Katrin Fischer versenkt dann zum 9:8. Wir spielen